Hallo! Oh Gott, das Licht ist aus. Moment. So, ich bin schlecht vorbereitet. Hallo Leute! Was geht ab? Geht's euch gut? Muck ist laut, ne? Warte mal. So. Ganz kurz die Mucke ausgemacht. Der Stream läuft schon. Es sind noch knapp 6 Minuten Zeit. Ziegert! Wupp, wupp, indeed, Alter. 13 Monate auf Stufe 3. Hier, du bist doch nicht ganz knuschbar. Dankeschön. Ich verneige mich. Ich verneige mich vor dir. So, ich mache mir hier einen Vitamindrink noch kurz. Wenn es jetzt ein bisschen später wäre, würde ich ja sagen, wir denken uns ein Trinkspiel aus. Aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht so angebracht um 17 Uhr. Obwohl. Wer weiß. Geht's euch gut? Freut ihr euch? Habt ihr richtig Bock, jetzt hier schön neues Gameplay zu Assassin's Creed, Cyberpunk, vielleicht Nier, das Remaster anzugucken? Ich weiß ja nicht genau, was kommt. Angeblich nur Third-Party-Titel. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Aber Valhalla! Tuberich! Not so bad. 3 von 5 auf der Bronco-Skala. Ich glaube, Kyle hat mir das gesagt. Das ist nur Third-Party-Sachen. Nee, ey, hör auf. Bronco, shh. Kein FIFA, kein Madden. Obwohl, Madden würde ich mir noch angucken. Aber FIFA? Ich weiß nicht. Anyway. Dawson. Greenstar, Rossknochen, Kaprücken, Tuberich. Was geht? Firemäusler und Dazza sind da. Benny ist auch wieder da. München hat's geschafft. Der kahle Hahn, Perfect Patrick und Kunai. Kunai auch mal wieder da. Wie schön. Das freut mich. Ready to Kill natürlich. Agnes und Teenie-Fan sind auch da. Bronco, hoffentlich hast du gut gelaunt. Gute Laune. Hoffentlich hast du gut gelaunt. Vielleicht sollte ich einen Schluck von diesem wunderschönen Vitamin-Drink nehmen. Hallo! Mimiru92, hey, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Keller-Anton ist auch da. Sid! Nein, nein, nein. Das wird kein TV-TV-Ding heute. Hi, ja, auch an dich. Dankeschön, Bakura, für die 4 Monate, die du schon bei uns bist. Herzlich willkommen zurück. Ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall besser als das Ding von Mark Cerny für die PS5. Das glaube ich schon. Sehr aufgeregt, auch geht's so. Also ich freue mich, dass es neues Gameplay zu diversen Sachen gibt. Deswegen, also aufgeregt würde ich vielleicht nicht sagen, aber schon gespannt. Neugierig, auf jeden Fall. Schwer zu toppen, Mark Cerny oder was? Ja. Ich meine, für den 1% der Weltbevölkerung, den diese Technikgeschichte interessiert hat, war es richtig geil, ne? Ja, aber die restlichen 99? Nun. Okay, wir haben noch 2 Minuten 30. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Was erwartet ihr? Was wollt ihr sehen? Preis. Ich glaube nicht, dass heute über Preise gesprochen wird. Ich glaube, es geht ausschließlich um Grafik. Und ich glaube, dass sie sich alles andere aufheben werden für die E3, die ja nicht stattfindet, aber deren Konferenzen ja trotzdem stattfinden. Next Gen Animal Crossing. Ja, safe. Auf Xbox, safe. Hallo Aragorn. Kylo Cyrus. Hey. Wir sind verwandte Kylos. Oh. 3, 3, 3. Dankeschön, Mario, für 15 Monate auf Stufe 2. Du kleiner Racker. Dankeschön. Ich muss noch mehr Licht anmachen, glaube ich. Mich nervt es sonst. Sonst geht die Kamera die ganze Zeit so. Blub, blub, blub. Ich bin übrigens frisch aus der Dusche gesprungen, falls man das nicht sofort erkennen kann.
Ich hatte noch einen Videocall gerade, der war sehr gut. Und dann dachte ich, oh, es geht ja schon los. Deswegen seht mir das nach. Achtung, wir machen jetzt mal die Probe auf Exempel. Was passiert, wenn ich diesen Button drücke? Ja, guck mal da! Ich mach das mal groß hier, ne? So. Das ist unser Screen. Ey, wenn die Xbox mit Keanu Reeves Stimme sprechen würde, würde ich sie mir alleine deshalb kaufen. Kein Scheiß. Okay, ich mach den mal lauter ein bisschen. Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwo einpendeln. Zwischen ich werde übertönt und alle flüstern nur noch. Hallo Matt! Gerade richtig. Was, Kabrücken ist hier? Hey! Und Shumway. Achtung! Es geht los! Oh oh. Ach so, das war eine generelle Warnung. Ich dachte schon, was? 18er Titel? Hey everyone, this is Aaron Greenberg from Team Xbox. I'm excited to be coming to you here live from my kitchen. Hello. Stop drinks out of the world's fastest, most powerful fridge. We're moments away from a huge Inside Xbox. First, I want to let you know, a lot of people have been wondering, what are we doing this summer? Well, we're not taking the summer off. We're working hard. Teams cannot wait to deliver new games, new reveals, new news for you. So it's time to get hyped. You're going to see today the first ever Xbox Series X gameplay from our partners around the world. Damon Baker and Sarah Bond, the leader of our partnership team, have brought some of the best developers and creative teams to the table. They're going to be joined by Jeff, Katarina, and Malik. Team Xbox coming in strong. Hey. It's an exciting day. We know fans have been waiting for this. Voll die Hausparty bei denen. We know you're wondering, what's going on with Xbox Game Studios? You guys have 15 creative teams now around the world. You blew us away at XO19. You blew us away yes. at the Game Awards with Hellblade 2. We know you've got more. Of course we do. And with that, I want to welcome the head of Xbox Game Studios, Matt Booty, to tell us a little more. Thanks, Matt Aaron. Booty! I want to start by saying that our first concern is really with the safety of our teams and, of course, their families. And that's why they are all working from home right now, whether it's in Sweden, the UK, Canada, or the US. And I've really been impressed with the ingenuity and the creativity that they've shown to get around some of the challenges of working from home and to keep production moving forward on our great lineup of games. And so we're excited that we will begin unveiling gameplay from our studios starting in July, including some from our newer studios like Double Fine, Ninja Theory, and Obsidian. Whoa, Matt, it feels like we might have left some off the list. Ey, ganz ehrlich, die sollten das immer von zu Hause machen. Das ist ja mega sympathisch. That's right. It's time to get hyped. Halo's coming. Halo Infinite, you've been waiting. The world's most anticipated game, July, mark your calendars. Xbox Game Studios, we've got teams around the world that are working on big surprises, big reveals for you. I could not be more excited. I can tell you we're going to work every week between now and then to deliver for our fans. But today, we're going to put the spotlight on our partners and let them shine and show you what Xbox Series X gameplay look like. Let's have a go. Danke, 3DS-Fan. Achtung. Die sitzen alle im selben Haus, ja genau. Ich hab Gänsehaut, Alter. Ich hab fucking Gänsehaut. Guck dir das an. Oh. Tsushima hat jetzt Waffen.
What the hell? Ist das nicht ein bisschen unfair? Warte mal, was? 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 Bright Memory Infinite? What is that? What you just witnessed was Bright Memory Infinite from Playism, created from the ground up by a single individual at FYQD Studio in China. Developers what? Are using the hardware to achieve their dreams and their nightmares in amazing ways, using the power to optimize their games the way they want. You know, higher resolutions, crazy frame rates, ray tracing, and yes, faster in-game load times. Eine but person? It's also awesome to see the partner support for smart Niemals. Delivery, ensuring that fans only have to purchase the game once to enjoy it on whichever Xbox system they own or will own in the future. So, over the next 25 minutes, we're going to debut just a slice of the amazing next-gen games you can expect from our partners this holiday and early next year. And because we read the interwebs, everything you see here will highlight the in-game experience. Ich fand das gar nicht so generic, actual gameplay weil captured in-engine to give you the best sense of what da kam auf einmal Römer. Xbox Series X launches later this year. In so, fucking Japan back, oder so. Relax and enjoy the oder following China. Dreams. Being powered by Xbox. World premiere. Bronco, das ist für dich. Ist doch Forza, oder nicht? Okay, vielleicht auch nicht. Autos. Ich bin auch nicht so der Autofan, ehrlich gesagt. Also was Gaming angeht. Nur im echten Leben. Ja, gut. Okay. Oh, Game Pass. Sieht nach Kolja aus, das Spiel. Bah. Was macht er mit seinem Rüssel? Scorn. Ist das Scorn? Nein, niemals. Doch, das muss Scorn sein.
Popcorn. Ja, Mann, Scorn! Das ist so lustig. Dieses Spiel kenne ich seit Anfang der Entwicklung, weil es gesponsert wurde. Beziehungsweise weil es den Easy Allies Podcast gesponsert hat. Jetzt kommt es also. Together, we built order out of chaos. Order! Order! Each trial, each tribulation we have overcome. Now we live in an age of unprecedented peace. Danke, Basti. Willkommen. We have prevailed. Thanks to her. Let her ascension serve as proof of our righteousness. It is in her honor that we strive for chorus. Geiles Timing, Mythos. Dankeschön. Was zum Geier? This ends with us. Chorus? Chorus. Okay. Deep Silver, alles klar. Ey, das war bestimmt jetzt ein Trailer für ein Spiel, das irgendwie top-down wird oder so. Yay, Madden! What's up, everybody? Thanks for letting me crash the show. Mahomes! The Super Bowl champion Kansas City Chiefs. Mahomes! Mahomes! Y'all been staying home, staying safe, and playing a ton of video games together. But hey, I'm here because I have a privilege of telling you this. Madden 21 is coming to Xbox Series X, and I can't wait to get my hands on it. It's been a journey that's older than me, and I was lucky enough to be a part of it this year. Like they say, you have to know where you've been to know where you're about to go. Like they say. Alter, ich liebe Mahomes. Ich finde ihn super. Ich hoffe, Kyle ist wach und sieht es. There's loads of Madden 21 news coming soon. And the game isn't just about what you can see, it's about what you can feel. But here's the best news. When you buy Madden NFL 21 on Xbox Danke, One, Leberwurst, you get it free on Xbox Series X. I'm looking forward to it, and honestly, I'm ready to just get back on the field. Enjoy the rest of the show, and get ready to feel next level with EA Sports. Ich finde das echt ganz smart, dass sie sofort eine Version für die neue Konsole kriegen, wenn sie es jetzt auf der alten kaufen. Huge thanks to EA for giving us that sneak peek at Madden 21, optimized for Xbox Series X. I mean, that was awesome. So my name is Sarah Bond, and I lead partnerships for Xbox, which means I get to work with the thousands of developers and creators around the globe that are creating games on, with, and for Microsoft platforms. I just love my job, because it's all about connecting creators and publishers with our fans around something that they love, games. And boy, have they been busy. They are creating right now games that are gonna define the generation, experiences that are just gonna blow your mind away. And I am thrilled to share with you that every major publisher worldwide is developing for Xbox. And we already have hundreds of games coming to Xbox Series X in 2021.
The support, it has just been tremendous, guys. I have never seen partners as excited about Xbox and Xbox Series X as they are right now. So why don't we take a look and see more of the great games that they have been working on. Team Jogginghose. Oh, Puppen. Oh. Nein. Oh, finde ich schlimm. Oh, ist das schlimm. Was zum... Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony. Boah, ist das widerlich. Oh, sowas kann ich überhaupt nicht ab. Let's show them how we do. Everyone grab a limb. Goodbye now. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time. Yours and mine. That was fine. Ich mag die Szenerie total gerne, ey. Es hat so Bioshock-Vibes irgendwie. Night falls. You rise. Ja, Vampire, oder? Ja, Mann. Krass. Das sieht ja richtig krass aus, Alter. Boah. Richtig gut. Aber würde ich nicht... Also... Die Puppen sind mir leider ein bisschen zu creepy irgendwie. Oh, Harry. What have you done? Indy. I've traveled so very far to find you. How strange that your trail ends here. The very island of my dreams. Oh, das ist super hübsch. When you left, I was withering away. But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength again. Oh, die hatten Gesichter. I'm scared of what it means. I feel the call of something. Das sieht aus wie ein richtiges Anne-Spiel, ey. Long forgotten. Will we be forgotten too? What did you find here, Harry? Oh nein, das ist ja super. Call of the Sea. Das möchte ich jetzt sofort haben. Es waren Leichen, keine Puppen. Alles okay. Nein. This is, or was, the Ascent Group main metropolis. Like you, most people have contracted their entire lives away to get here. Workers or indents. Slaves in all but name. Alter. The Ascent Group Arcology on Velas has shut down. If the latter is true, corporate ground teams will already be moving in. This is a crisis supernova. The Ascent Group has collapsed. We have a shot at true independence. I won't let it go to waste. Okay. Das ist so ein typischer Blender, Alter, wo du denkst so, ja genau, ey, top down. Top down. Find out what happened.
Top-Down, wahrscheinlich Twin-Stick. Aber es ist nicht uninteressant. The Ascent. Okay. Ja, wird bestimmt nett. Du dachtest, es war Cyberpunk, ne, Sandro? Nee, 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 nee. Auch bestimmt was für Kolja. Holiday 2020. Okay. Hi. Hope you enjoyed the reveal of The Medium, our next-gen psychological horror game. We're very excited to announce that we're working on the project in cooperation with Akira Yamaoka, the legendary composer best known for the Silent Hill series. Oh. We'll have more to reveal soon, so stay tuned. Nice. Ja, sagt er doch, der kahle Hahn. Ich find's ehrlich gesagt sehr interessant. Und wenn es so in die Richtung mehr Mystery geht, dann würde ich es auch spielen. Aber davon bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt, tatsächlich. Bandai Namco! Ist das Cyberpunk? Nee. Excuse me. They cannot be hurt. Was ist das denn? Until now. I'm Yuito Sumeragi. What? My power is psychokinesis. Ready? Go! Suddenly auto! Also ich bin nicht abgeneigt, aber ich bin auch ein bisschen verwirrt. Sehen irgendwie so ein bisschen aus wie bei hier. Wie hieß das denn auf PlayStation nochmal? Mit der alten, die auch immer so leuchtet. Vergesse ich jedes Mal den Namen. Und fliegen kann und so. Scarlet Nexus. Ich dachte schon. Weil
Nee. Weil Bandai Namco ja auch Cyberpunk published. War ich kurz verwirrt. Aber gut. Nee, nicht Bayonetta. Gravity Rush. Danke, Sepp. Das sah aus wie Gravity Rush. Dinos! Nice, Dinos sind gut. Ha, Metro! Second Extinction. Okay. Also alles, was mit Dinos ist, kann schon mal nicht schlecht sein, finde ich. Oha. Iba, Joga Shop-Kalerwagenjaikade. Jetzt auch für die Xbox oder was? Gregor rastet gerade aus. Ja, wahrscheinlich. Yakuza Like a Dragon. こんにちは。 こんにちは。 セガの名越俊郎です。いよいよこの発表ができる日が、参りました。シリーズの最新作であるヤクザ Like a Dragon を、Launch Slate シリーズ X のローンチタイトルとして、wow. そして Xbox One や、Windows 10で、発売する運びとなりました。全世界のファンはもちろんですね、初めて、このタイトルを手にする方にも、楽しんでいただきたいなというふうに考えております。ゲームの限界に挑戦する龍が如くスタジオの新たなる挑戦を、ぜひ見届けていただきたいなというふうに考えております。ヤクザ Like a Dragon をぜひよろしくお願いします。ナイス。I hope you all enjoyed this brief peek at just some of the titles we have lined up for Xbox Series X. This is just the beginning. Jetzt kommt das Ende. I can't wait to get immersed in these amazing games. But until then, I'm just going to have to live out that fantasy via custom backgrounds in Microsoft Teams. How about I try out a few now? Maybe we'll go into the world of Scarlet Nexus, or maybe I could tear up the streets in Dirt 5, or, well, here's a quick view of Phil Spencer's home office. Oh, wait a second. We've got this inside look at the next Assassin's Creed game. So with that, I'm going to leave you with the gameplay debut of the highly anticipated Assassin's Creed Valhalla for Xbox Series X. Huge thanks to all of our partners for their hard work during these difficult times. Ich finde so gut wie sein Ohr immer so. And to you at home for joining us. Stay tuned to go behind the scenes with a few of the creators of today's lineup and hear more about their thoughts on the next generation of game development. I'll see you later this summer for even more content premieres and announcements from Xbox Game Studios and our partners worldwide. Thanks so much. Schade, kein Cyberpunk. Aber jetzt kommt Assassin's Creed. Hau raus! Hey!
Kaka! Ohne Adler geht's halt auch nicht, ne? Also Gameplay war da ja jetzt nix dran. Vielleicht kommt es jetzt. Few titles command the respect and fandom that the Assassin's Creed series has garnered, and today we get to talk about Assassin's Creed Valhalla with its creative director Ashraf Ismail, who's joining us from Montreal, Canada. Bienvenue to Inside Xbox. Hey Jeff, pleasure to be here. I'm so glad that you're here because I'm a huge fan of the series. After seeing the video that we just saw, der I hat, have literally Black Flag hundreds of questions to ask you. But before we get into Valhalla itself, did I just see new Assassin's Creed gameplay for the first time? Yeah, absolutely. That was directly from the game its Viking Age glory. Let's talk about the Viking Age because Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins. Das sind doch Cutscenes, das ist doch kein Gameplay, Alter. These took place in antiquity. They were sun-drenched Mediterranean places. Die lernt's auch nicht, this ne? looks very different. It's a different time, different place. So what do you have for us with the Viking Age? Yeah, so the Viking Age, it's named after one of history's most notorious warrior cultures. And this time period is highlighted by the invasion of England by this very large, hungry Viking horde. And at the time, England was a dark age tangle of broken warring kingdoms. So this was an absolutely brutal, pivotal moment in history that gave us the birth of the England we know today. So players can expect to fully live the Viking fantasy in a meticulously crafted journey in an Assassin's Creed world. All right, so let's get a little bit more into this. There was a lot to take in that clip that we saw. I saw Viking longships. I saw some very mean-looking axes. Previously, we saw a hidden blade. So let's talk about some of the key new features that you're bringing to this. Ich mach das mal ein bisschen leiser. Ohne Witz, für mich sieht das aus, als hätten die For Honor genommen und einfach ein Assassin's Creed draus gebastelt, oder? Sehe ich das falsch? Bin ich die Einzige, die das so... Das hat so krass den For Honor Look, finde ich. Erstens. Zweitens ist das kein Gameplay, sondern das sind Cutscenes. Schummelei. Kann man nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht. For Honor! Ich bin kein Fan, muss ich sagen, gerade. Ich finde es ein bisschen lame. Visceral, brutal, tons of enemy variety. Zumal halt Odyssey richtig, richtig gut war. Und ich dachte so, ey, jetzt haben sie es geschafft. So, jetzt haben sie Assassin's Creed irgendwie richtig gut neu so verpackt, dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Aber das ist jetzt ja richtig, also ich finde es bis jetzt richtig underwhelming, muss ich sagen. Nö, Nero, also so, ich habe bis heute immer Spaß gehabt an Assassin's Creed. Wie gesagt, Odyssey war richtig geil, das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich habe da über 200 Stunden reingesteckt und ich fand's fantastisch. Und deswegen, also ich würde nicht sagen, die erfinden sich halt immer neu, ne? Das ist so der Punkt bei Assassin's Creed. Ich finde nicht, dass es ausgelutscht ist, sondern die wandeln es halt immer irgendwie so ein bisschen um. Aber ich glaube, erstens, ich bin nicht so ein Fan von diesem Viking-Setting. Zweitens haben die wirklich einfach For Honor umgebaut. Und drittens bescheißen die uns hier mit ihrem Fake-Gameplay. Finde ich echt nicht so gut. Tja, was soll ich dazu sagen?
on the hardware they have now, maybe on the hardware. Ja, Black Flag war auch ein richtig geiles noch, das, genau, weil der dritte halt nicht so geil war und dann kam Black Flag und ich dachte, yes, alles ist wieder gut. So, machen Sie jetzt hier die Tore zu oder was? Das war ja aus dem ersten Trailer. Lel. We have seen so many great games today showcasing gameplay for Xbox Series X. So let's go to Malik right now with Robert Karp from Codemasters to talk Dirt 5. All right, everyone, just a few minutes ago, you saw the reveal trailer of Dirt 5, and it, I kind of was Ich glaube, wir machen an dieser Stelle mal Schluss, weil jetzt kommt, glaube ich, nur noch Blabla. Ich mach mal hier den hier. Bla. Okay. Ich mache mich mal selber groß. Ja, das war ja erstmal. Also es war, da waren ein paar ganz nette Sachen dabei, ganz klar. Aber also das Highlight ans Ende zu tun mit Assassin's Creed Valhalla und dann noch nicht mal richtiges Gameplay zu zeigen, sondern nur irgendwie wieder Cutscenes aus dem Trailer und den dann irgendwie zusammengebastelt. Super lame. Super lame. Super lame. Ja, die 50 Minuten, das füllen die, den Rest füllen die jetzt mit Interviews. Es werden keine Spiele mehr gezeigt. Das gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Auf gar keinen Fall. Der Chat im Xbox-Stream war auch so empört. Ja, natürlich. Das nennt man False Advertising, ganz klar. Das ist kein Gameplay, das sind Cutscenes. Das ist In-Game-Footage. So nennt man das. Also, nee, ich finde das richtig krass. Das ist False Advertising, ganz klar, muss man so sagen. Es tut mir leid, liebe Leute von Ubisoft, aber das ging nach hinten los. Das ging nach hinten los. Aber ansonsten, ach, ich fand es eigentlich ganz okay. Da waren ein paar schöne Sachen dabei. Scorn, Alter, so aus dem Nichts. Ich, wie gesagt, Scorn kenne ich aus dem Easy Allies Podcast. Von vor 4 Jahren oder so. Und da war das immer nur so, immer dieser gleiche, diese gleichen Visuals, die dann gezeigt wurden bei der Sponsornennung und so. Und ich dachte, hä, das kommt doch nie. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass es dann so groß aufgezogen wird hier jetzt und in so eine Xbox-Show dann reinkommt. Richtig witzig, aber freut mich. Freut mich, wenn die das jetzt doch an den Start kriegen. Und was war das noch? Dieses Medium-Ding war richtig krass. Blooper? Das sind doch die aus... Sind die nicht auch die hier Dings machen? Level of Fear und so? Haben die nicht auch das Blair Witch Game gemacht? Das sind doch die aus Polen, oder? Verwechsel ich da gerade was? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieses The Medium sah schon ziemlich krass aus. Kann ich wahrscheinlich nicht spielen. Es sei denn, es geht eher so in die Psycho-Richtung anstatt in die wirklich Splatter-Horror-Richtung, aber das glaube ich fast nicht. Das ist wieder was für Kolja. Was ist mir noch im Gedächtnis geblieben? Ja, Bloodlines 2, Vampire Bloodlines. Oh, krass. Habe ich echt nicht erwartet, dass die was zeigen, ganz ehrlich. Aber ich habe das erste auch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das mein Spiel ist, ehrlich gesagt. Also es sah ja schon mega interessant aus und ich habe es ja auch, glaube ich, zuerst für Bioshock gehalten, richtig? War es das? Ja, ne? Das war das. Ja, krass. Gucke ich mir wahrscheinlich dann doch an. Sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Fand ich richtig gut. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Indie-Ding. Mit dem, irgendwas mit C, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das so richtig schöne, bunte Farben hatte und so, wo man Fischmann gesehen hat. Sein Fischflossen. Das fand ich gut. Das wird ein anderes Spiel. Das wird gekauft. Beziehungsweise es ist ja im Game Pass dann drinne. Kostet mich ja dann nichts, Gott sei Dank. Das fand ich auch richtig schön. Was hat euch denn so gefallen? Was fandet ihr denn auch richtig gut? Yakuza.
Ja, ist jetzt auch nicht, ist nicht mein Spiel. Also Yakuza ist auch nicht meine Reihe. Das fand ich immer zu abgedreht irgendwie so ein bisschen. Aber da freuen sich bestimmt einige. Das ist jetzt vor allem auf der Xbox. Was haben die denn mit Yakuza im Hut? Richtig strange. Genau, Call of the Sea. Danke, Keller Anton. So hieß es. Das wird meins. Nein, nein, nein. Over Magic Häuser kamen nur externe Publisher und Entwickler dran. Die heben sich ihren eigenen Kram für die E3 auf. Ich meine, es ist ja jetzt nur noch ein Monat bis zur nicht existenten E3. Und da werden die ihre Pressekonferenz schmeißen und dann kommen die ganzen großen Sachen, so wie Halo und Hellblade und sowas alles. Yakuza gibt's schon auf Xbox? Ach so, ja dann. Na dann ist der Deal ja doch gar nicht so fett. Viel zu wenig PS5-Spiel gezeigt. Ja. Nun. Ja, aber man merkt jetzt, ich habe mir heute mal nichts aufgeschrieben. Man merkt jetzt schon, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, weil es alles so, entweder sah es alles so gleich aus und es waren auch super viele neue Sachen. Da gab es noch das, was wo die Protagonistin so aussah wie Senua. Und sie in so einem Raumschiff saß, was auch eine komplett neue IP wird und so. Das, da habe ich auch gedacht, entweder das wird auch so ein Top-Down-Ding oder was ganz Komisches. Weiß ich auch nicht. Ja, Ascent, genau. Ascent war das, genau. Weiß ich nicht, fand ich auch so. Kann man eigentlich kann man zu vielem, was jetzt passiert ist, gar nicht so viel sagen, weil vieles irgendwie so nichts sagen war. Das allererste Spiel fand ich richtig geil, wo die gemeint haben, das kommt aus China und das hat ein Typ entwickelt, wo ich mir denke, was? So eine Mischung aus Call of Duty, For Honor, Ghost of Tsushima und dann kommt noch ein bisschen, mit den Autos kam noch ein bisschen Cyberpunk dazu. Das fand ich mega interessant und niemals hat das nur ein Typ gemacht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Leute. Last of Us 2 kommt nächsten Monat. Ja. Nicht. Mag ich nicht. Ich mochte den ersten überhaupt nicht. Ich fand das richtig nervig mit dieser kleinen Ellie. Ich fand das überhaupt nicht geil, ey. Das ist auch so dieses eine Spiel, wofür mich alle hassen, dass ich es nicht gut finde, ist Last of Us. Mir egal, ob das Spiel geleakt wird, ob jetzt irgendwie alle das schon vorab verurteilen und scheiße finden oder ob sie es dann doch feiern. Es ist mir alles wurscht. Geht mir echt am Arsch vorbei, das Spiel. Muss ich leider sagen. Ein Typ, der 20 Jahre gebraucht hat. Ja gut, aber wenn das ja für die neue Konsolengeneration sein soll, wie oft er hätte von vorne anfangen müssen. Ja, echt unpopuläre Meinung hoch 10, definitiv, ja. Aber ich habe gerne mal so eine unpopuläre Meinung. Das ist schon okay. Das muss man auch mal können. Vor allem müsst ihr das aushalten können. Das erste Spiel sah echt wirklich, ja, Samuel, da hast du einen kleinen Punkt. Das sah ein bisschen aus wie Ready Player One, obwohl ich den Film auch echt scheiße fand. Vielleicht noch eine unpopuläre Meinung, aber ich fand den Film richtig grottig. Nun. Nur Mittelläufer haben keine unpopulären Meinungen. Das stimmt natürlich. Danke, Erb. Das sehe ich auch so. Oh, es gab schon ein paar Leute, die den Film ganz okay fanden. So Schröck und Simon, glaube ich, die meinten doch, ja, nein. Wo ich auch meinte, nein. Der wahre Grund, warum ich bei Inside PlayStation ausgestiegen bin, ist, weil ich Last of Us scheiße finde. Nee. nee, Leute. Nein, nein. Den Grund kennt ihr. Ja, das stimmt, Rob Chang. Ich glaube, wenn ich Spielberg getroffen hätte wegen Ready Player One, dann wäre ich auch ganz anders an die Sache rangegangen. So, Leute, wir machen kurz Pause.
2 Minuten oder so, dann baue ich um und dann spielen wir noch ein bisschen Animal Crossing. Also, wer jetzt gehen will und Animal Crossing nicht leiden kann, bitteschön. Der Rest bleibt da und wir haben ein bisschen Spaß. Also, das war die Xbox-Presse. Es war ganz okay. Wie viele Sterne, wie viele Broncos geben wir? Von 5 Broncos gebe ich 2,5, glaube ich. Pascha, vielen Dank. Nochmal. Ich gebe allen neuen Followern natürlich hier nochmal den Follower-Oscar stellvertretend. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Animal Crossing größer Assassin's Creed. Jo. -1. Okay, wir lassen das mit dem Ranking. Ich sag 2,5. Ich fand, es war eine 2,5 und da ist noch so viel mehr Luft nach oben. Ja. Wiederschauen. Bis gleich.